Ja, so hoch, egal wie hoch wir scoren, wir sehen sie nicht. Hey, sieht jetzt alles hier winzig aus. Ja, wenn wir uns so die Höhenansicht ansehen, können wir noch etwas hören. Okay, hier fängt dann an. Hey, hier glitscht es ein bisschen. Wir sehen die Baumstämme. Fangen dann über, auf zu hören, die Texturen zu sehen. Ist auch interessant. So, da fangen wir an, wieder Texturen zu sehen. Aber ja, unsere große Planieraktion wächst immer mehr. Und wir sinken ab. Dong. Wir sind wieder unten angekommen. Wieso auch immer du... Achso, jetzt ist da weggebrochen. Okay, dann erlaube ich dir einmal. Da müssen wir aber auch ein gewisses Gleichgewicht wahren. So, damit ist die Treppe weg. Das hier ist alles schön planiert bis jetzt. Also ja, wie der Berg da drüben, weicht der Berg hier langsam. Und irgendwie wirkt alles viel offener dadurch, dass der Wald und die Berge langsam verschwinden. Oh ja, so kann man eine Insel terraformen. Die machen ihre Arbeit auch. Ja, der größte Batzen wird noch, wobei wir wahrscheinlich da schneller werden, wenn wir genug unsere Steinvorräte voll haben. Irgendwann muss ich übrigens das Holz da noch aus dem Weg schaffen hier. Indem ich da drüben ein paar neue Stockpiles errichte und das Holz dahin bringe. Jedenfalls das, was nachher noch übrig bleibt an Holz.
Aber ja, nachher, wenn wir unsere Stein-Stockpiles voll haben, dann können wir einfach graben lassen, ohne Ressourcen zu sammeln. Dann graben sie einfach alles weg und es despawnt. So, nicht mehr viel. Wartest du auf die Feuerwehr? Oder auf den Bus? So. Was heißt Alpha New Quarry? Der nichts mehr zu bieten hat. Zum nächsten. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie werden sich wieder mal verkünsteln, bis sie die ebene Fläche hier hingekriegt haben. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen eben gemacht. Da haben sie schon eine Leiter angefangen. Eine Treppe, nicht eine Leiter. Oh, und hier haben sie gerade nichts mehr zu tun, weil ich mal wieder verschieben muss. Gut, das klappt. Jedenfalls haben wir bald den äußeren Rand fertig. Dann müssen wir noch das Innere hinkriegen. Dann halt das Spielchen einmal wiederholen und dann anfangen, den Deckel drauf zu packen. Und ich glaube langsam, ich kann wieder einen vom Quarry
umswitchen aufs Flatten. Die Treppe sieht da sowas von falsch aus, ey. Und wieder komische Symbole. Sieht alles gut aus bis jetzt. Aber bis jetzt heißt, dass es nicht ewig so bleiben muss. Das Problem sind halt hier die Dinger zu füllen. Weil ja das Filling durch die Baumstämme im Boden spackt. Naja, wenn wir es von der Seite wieder betrachten, sieht das ja schon mal ganz nett aus. Also gerade hier im Vergleich. Die einfach hingestellten Pfähle zu den halb eingebuddelten Pfählen. So, verschieben wir das mal wieder nach da oben. Hier ist, glaube ich, etwas breiter dieses Mal, aber ist ja egal, wegen dem einen. Also wegen dem einen Block machen wir jetzt nicht darum. Wegen der einen Blockbreite, die paar Blöcke. Mehr können sie auch mit Erde ausfüllen. Ist ja nicht so, als ob wir nicht genug davon hätten. Weil wir sind schon wieder fast bei 600 oben.
Ja, wie viel habt ihr hier noch? Oh, glaube ich nicht mehr viel, oder? Nein. Dann machen wir mal mehr draus. Und weiter verschieben. So. Das war zu viel des Guten, das wollte ich. Jo, da liegen jetzt wieder ein Haufen Steine rum. Jetzt sind es noch mehr. Irgendwie regelt sich das, wenn man so zuguckt, von alleine teilweise. Wie ist das, eine kleine Erleichterung?